So, ihr Lieben, die Weihnachtszeit steht vor der Tür und bei mir dürfen gebrannte Mandeln nicht fehlen. Ich habe schon ganz viele Varianten hier auf meiner Seite, verlinke ich euch unten. Aber wer mich kennt, wisst, ich liebe Lotus. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt eine geile Lotus-Variante. Hier sind meine Mandeln. Ich habe sie schon in einer Pfanne ohne Öl angeröstet. Ich finde, so schmecken sie noch besser und habe sie wirklich auskühlen lassen. Ihr könnt diesen Schritt natürlich überspringen und direkt loslegen, aber ich rate euch das wirklich. Die schmecken viel, viel besser, wenn sie ein bisschen angeröstet sind, aber ganz wichtig, abkühlen lassen. Das habe ich auch extra heute Mittag gemacht. Hier ist meine Lotuscreme, schreibe ich euch vorne drauf. Ihr könnt entweder das cremige nehmen oder das auch mit dem Crunch, das ist völlig egal. Und natürlich Lotuskekse, da schnappe ich mir gleich einen Mixer und zermixe sie. Ihr könnt auch das in eine Tüte und natürlich klopfen, dass wir so ein bisschen Pulver haben. Und den Lotus habe ich natürlich ein bisschen in der Mikrowelle erwärmt. So sieht das Ganze aus. Ich mag es gerne im Mixer, dann habe ich richtig schönen Pulver. So, wir schnappen uns jetzt eine Schüssel und jetzt ist einfach Lotus und die Mandeln werden zusammengemischt. Das ist natürlich auch unser Geschmack und Kleber. Und dann wälzen wir das hier einmal. So, ich habe mir eine große Schüssel genommen. Hier habe ich meinen Lotus, meine Mandeln. Und jetzt ganz, ganz wichtig, gut zusammen verrühren, dass wirklich jede Nuss, jede Mandel mit der Creme bedeckt ist. Weil das ist, wie gesagt, unser Kleber, damit dann die Kekse kleben können. So sieht das Ganze aus. Seht ihr, die Mandeln sind richtig benetzt. Hier habe ich mir eine Schüssel mit Deckel geschnappt. Jetzt tun wir die einmal hier reinlegen. Deckel zu und dann heißt es noch schütteln und yummy. So sieht das jetzt aus. Jetzt gebe ich Deckel drauf. Das ist wirklich echt wichtig. Ihr könnt das auch in eine Tüte tun. Und jetzt wirklich, Leute, mit Schmackes richtig schütteln. Man denkt, das ist ein Klumpen, der verteilt sich nicht. Also der geht nicht auseinander, aber ihr braucht wirklich Power. Richtig, richtig schütteln. Seht ihr? Richtig mit Power. Und so seid ihr sicher, dass wirklich jede Mandel schön umnetzt ist. So, ich habe gut durchgemischt. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Ich habe mir jetzt hier ein Blech genommen, einfach mit Backpapier. Ich tue das jetzt hier rausstürzen und lasse sie wirklich diesmal im Kühlschrank so ein bisschen anhärten, dass die Lotuscreme jetzt wieder hart werden kann. Ihr könnt es natürlich auch draußen an einen kühlen Ort stellen, aber das ist ganz wichtig. Ja, das war schon total lecker und wer Lotus mag, wird es lieben. Ich wollte euch das mal zeigen. So sieht es ausgestürzt aus. Viele, wie ihr seht, sind jetzt super einzeln. Und ein paar, die hier kleben, könnt ihr einfach mit einer Gabel so ein bisschen auseinanderfriemeln. Aber ihr seht, das hat super funktioniert. Und ja, wichtig ist nur, lasst es jetzt gut aushärten, dass die Lotuscreme jetzt Zeit hat, wieder fest zu werden und es ist einfach nur lecker. Ich habe schon probiert. So, ihr Lieben, ich habe wieder ein paar Varianten gezaubert. Leute, ihr wisst, ich liebe Lotus Biskopf. Wer das auch mag, wird diese Mandeln lieben. Einmal Lotus Biskopf, gebrannte Mandeln, Leute. Einmal hier Bounty, Raffaello. Ganz normale Mandeln mit Zuckerkruste und normale Mandeln ohne Zuckerkruste, schön knackig. Aber die Leute, hundertprozentig mein Geschmack, obwohl alle liebe ich, alle liebe ich, alle liebe ich, aber die müsst ihr unbedingt nachmachen. Also ihr Lieben, Rezepte findet ihr auf meinem YouTube-Kanal, Rezepte findet hier ihr alles als Reel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich, wenn ihr sie nachmacht, wenn ihr sie in die Story packt und mich natürlich erwähnt. Macht sie nach, verlinkt mich und einfach nur yummy.